alle zusammen, willkommen zurück bei WhatsApp Games. Heute bin ich wieder mit dabei mit The Room 3, dieses Mal der Fortsetzung. Part 2 eigentlich. Dann machen wir einfach mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Lädt heute ziemlich lange. So, wir waren jetzt hier wieder in diesem coolen Turmraum stehen geblieben. Jetzt gucken wir mal, was wir noch alles machen müssen. Mein hölzernes Modellteil. Das sagt uns, dass es ein Teil ist aus der Mitte. Da müsste es hinpassen. So. Jetzt können wir bestimmt irgendwas Cooles machen. Ja, also wer die letzten Teile gespielt hat, weiß, dass das ja eine Miniatur ist von dem See, wo oder wie auch immer man da war. Also müssen wir nach einem Boot suchen. Mal ein bisschen mal rumschauen. Wer hier rein? In die Miniatur. Also, hier müssen diese zwei Magnete. Da ist eine Schublade. Wenn ihr halt, wenn ihr runterguckt, dann seht ihr diese zwei Zeichen da oben. Das sind dann die, die wir da benutzen müssen. In diesem Sternzeichen, was auch immer, Gedöns. Danach schieben. Das war das. Ich merke mir das immer so Schnörkel und A, weil das wie so ein schwieriges A aussieht. Dann mal da drauf gucken. Also Mitte, rechts, links, rechts. Okay. Also dann wisst ihr schon mal, wie die Lösung ist für das andere an der Ecke. Natürlich auch immer in die Schublade gucken. Die ganze Zeit so von Zeichen reden und geheim verstecken. Bei diesem Spiel ist es schon so, dass man denkt so, verdammt, das ist viel zu einfach, dass man das jetzt herausfinden kann. Oder viel zu einfach, muss man da nicht noch so einen Mechanismus ausfüllen. Aber nein, das Spiel kann auch recht simpel sein an manchen Stellen. Hier fehlt was. Dum-dum. Wieder können wir wieder so ein Tricky mit dem Okular machen. Wieder so ein Rätsel. Gucken. Okay, das nach oben schieben. Das drehen, okay. Da. Und was kriegen wir jetzt? Wir kriegen das Boot. Yay. Gehen wieder rauf. Ist eigentlich, wie gesagt, die letzten Male immer, wenn es ein bisschen so glitzert, müssen wir mal wieder das Okular benutzen. So. Gehen wir zu unserem Bowl. So ein Steg. Und schon unser Butter rein. Ach. Das ist auch immer diese Kleinigkeiten, die man machen muss. Man muss jetzt auch das Butter hinbewegen. Also als ob es das alleine machen würde. Wieder hier ein kleines Rätsel. Unten das so. Okay. Und jetzt? Okay, die Augen drücken. Okay. Ein Schlüssel. Wo wir den benutzen, kommt bestimmt noch. So, dann. Wir haben jetzt zwei Magnete und einen Schlüssel. Was machen wir jetzt mit den Sachen? Gehen zurück. Da rein. Wieder in unseren Stein. Kreis. Gedönsens. Wie auch immer. Also, ist ein ganz normaler Schlüssel. Passt nicht in dieses Schloss da rein, wo der Baum ist. Immer mal ein bisschen umschauen, was man noch machen kann. Also ich rate euch, das Spiel wirklich ohne Hints zu spielen, weil man hat einfach auch mehr davon und es ist einfach viel lustiger. Und auch, man hat auch mal eine Herausforderung eigentlich, bevor man alles sich spoilert. Also die Magnete haben unten, wie ihr seht, so ein Kreuz. Und wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, wo die Kreuze vorher waren, wo ihr die schon mal gesehen habt, dann müsst ihr das eigentlich recht einfach lösen können.
Und wo haben wir die Kreuze gesehen? Nicht am Turm. Man hat das natürlich hier drin gesehen. Also an dem Steinkreis, im Modellkreis, wie auch immer. Da seht ihr die zwei Kreuze. Und da passen auch die Magnete drauf. Jetzt müsst ihr halt das Okular benutzen, wie dieser grün-blaue Schimmer. Und wenn ihr jetzt euch das, die Reihenfolge von dem eben gemerkt habt, also mit diesem mit dem Schnörkelzeichen, mit dem A-Zeichen, dann ist das eigentlich auch nicht schwer, das zu lösen. Yay! Ein bisschen da. Jetzt kriegen wir bestimmt was ganz Tolles. Wir kriegen ein weiteres Teil, ein hölzernes Modell. Jetzt können wir das auch vielleicht auch mal vervollständigen. Da. Okay, was passiert jetzt? Eine Cutscene. Ein Lift. Stellt euch mal vor, man hat sowas im Haus. Also so ein Lift, wo man zum nächsten Stockwerk kommt. Ist irgendwie voll lustig. Wenn man immer, okay, wenn man halt das Modell überall braucht, aber ist irgendwie ganz lustig, wenn man so ein, was weiß ich, so ein Lift hat im Turm. Okay. Und dann schon die Umgebung anschauen, gucken, wo man halt überall interagieren kann, weil man weiß ja nie. Eine Tauchermaske? Nee. Taucherausrüstungsmaske? Wie auch immer. Oldschool. Schubladen. Ein Geweih, eine Geweihstange. Ja, der Meister, der schreibt ja auch immer. So. Unwichtig. Next. Da. Hier kann man nichts. Da ist noch verschlossen. Ah, da unten. Ja. Drehen. Bum, 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 bum. Und wir kriegen ein Messing irgendwas. Okay, dann müssen wir das doch bestimmt irgendwo dran setzen an dieser Maske. Ausrüstung. Wie auch immer. Da. Mal gucken, man sieht hier diese Kratzspuren. Da drauf. Jetzt. Oh, eine Metalleichel. Wenn man mal sich darüber, wenn man mal nach, oh, noch ein Metall. Diese Symbole sagen uns bestimmt auch noch gleich irgendwas. Aber bestimmt erst später. Setzen wir erstmal das Modellteil wieder zurück. Ja, ich hasse das manchmal. Das ziehst du hin, aber geht nicht drauf. Okay. Das obere Teil kann man drehen. Ja. Ah, ja. So. Wieder ein kleines Rätsel. Grashüpfer. Irgendwas mit den Beinen machen. Das da. Ah, hier ist so ein Hebel. Okay. Da-dum. Und wir haben einen Metallzeiger. Der. Der wahrscheinlich zum Teil mit den komischen Schriften gehört. Dann gehen wir also zurück zu unserem. Zu unserer Tauchermaske, Ausrüstung, wie auch immer, egal. Aber erstmal gucken wir uns unsere Metalleiche an. Die ist irgendwie voll cool. Da kommt unser Zeiger an. Okay. Was passiert jetzt? Können wir das drehen? Okay. Dieser Pole leuchten dann auf. Ja, da unten seht ihr ja, der Code
So ein S, so ein Kasten und drei Wellen. Einmal, wenn ich mir diese Sachen merken muss, denke ich immer, muss ich mal einfach einfachste Version daran denken. Okay, dann einmal das Geschnörkelte. Ach so, bleibt es dann dran? Muss man das nach der Reihenfolge machen? Das Geschnörkelte. Ah ja. Das Viereck und die Wellen. Was kriegen wir jetzt? Was kriegen wir jetzt? Was kriegen wir jetzt? Ein Teil. Kupfer. Okay. Der passt dann da unten hin. Also wenn ihr die Dreiecksform seht, ist es eigentlich offensichtlich. Also die Rätsel sind manchmal sehr offensichtlich. Wenn man das bewegen. Okay. Und dann hier ein bisschen rumdrehen. Die Frage ist wie. Aber wahrscheinlich bis zum Ende von allen. Also, ja. Und jetzt. Düdüm. Boah. Hier wieder drehen wir diese Kleinigkeiten, damit man wieder was zu tun hat. Nein, Totenkopf. Jumpscare. Nicht. Das hätten sie aber einbauen können. Das wäre echt ganz lustig gewesen, wenn man so mehr Jumpscares hat. Im zweiten Teil war das irgendwie ein bisschen cooler. Wenn man dann so ein. Wie soll ich sagen? Wenn man dann so, als man in diesem. In der Seance war. So. Was müssen wir jetzt mit. Nein, das tut's nicht. Wir haben jetzt noch den Schlüssel, wir haben jetzt noch das Geweihteil und wir haben die Eiche. Kristallflakon. Da ist ein Schlüsselloch. Da kann man halt auch den Schlüssel benutzen, den ihr gefunden habt vorher. Und ich sage, es wartet wieder ein Okularrätsel auf uns. Ich meine, kleine Rätsel sind eigentlich total cool. Oh. Ein bisschen anders. Ah, wir sind in der Miniatur drinne von dem und sehen unsere Miniaturinsel. Also es ist eigentlich ganz lustig, dass man in der Miniatur von der Miniatur ist und jetzt in die Miniatur der Miniatur reingeht. Okay, dann ein bisschen drehen. Am Ende bewegt sie sich dann so. Jumpscare. Gehen wir wieder in die Miniatur rein. Ja, jetzt können wir die Hand bewegen. Jetzt ist die auch vollständig. Dumm. Und jetzt. Nein. Ich glaube nicht, dass das Spiel so ausgebaut ist. Okay, jetzt ist der Turm vollständig. Gehen aus der Miniatur raus. Die nächste Miniatur wieder aus der Miniatur raus, nur um wieder in die nächste reinzugehen. Also wenn das wirklich so, wenn man das wirklich machen könnte, würde man auch verrückt werden, wenn man die ganze Zeit irgendwo reingehen kann. Das ist ins Unendliche. Sieht so aus wie dieser Leuchtturm. Da fehlt ja unser Licht. Teil. Okay, der Flankor gehört immer nicht dabei. Nimm, 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 nimm. So, schauen wir uns die Metalleiche an. Die kann man halt so drehen. Und wir kriegen einen Schlüssel, der, wenn man sich das genau überlegt, in unserer Kreisrunde, Steinrunde, hatten wir auch ein Schloss mit einem Baum. Also dann zusammenrechnen, haben wir auch die Lösung. So. Oh, ich hasse das manchmal, wenn das nicht zusammenklickt. Also das ist irgendwie so ein nerviges Ding. So, der Schlüssel passt auf jeden Fall rein, sieht man ja schon. Tadam. Da passt jetzt auch unser Geweihteilstück rein. Jetzt müssen wir das wahrscheinlich genauso drehen, ja. So. Und jetzt? Das ist jetzt, was wir noch in unserem Inventar haben, ist dieses Flakon. Das können wir jetzt bestimmt hier, der gleiche Schnörkel, da benutzen. Blut!
Nein, stimmt nicht. Vielleicht doch. Ein leuchtender Edelstein. Gehen wir zurück zu unserem Leuchtturm. Bum, bum, bum. Da. Okay. Es muss die Möglichkeit geben, die Lampe einzuschalten. Ja, ich gebe dir den Leuchtedelstein. Okay, hä? Eine leuchtende Lampe. Wo benutzen wir die? Kommt bestimmt gleich. Nein, Miniatur. Noch ein Aufzug. Also die Mechanismen in diesem Turm sind echt, muss man schon sagen, vielfältig. Kann man das da benutzen? Nee. Ah, okay. Ein Rad. Ist aber irgendwie voll unnötig, jetzt so das einzubauen. Ich meine, das sind die Kleinigkeiten, aber ich meine, dass man einfach nur hochkommt. Naja, egal. Kommen wir jetzt endlich zur Spitze des Turms. Stunden später. Aber die Szenerie ist also recht richtig schön. Also wenn man mal abgesehen von den Rätseln mal ein bisschen rausguckt, die Grafik von außen ist richtig cool. Obwohl der Mond sehr groß ist. So, ein weiteres Rätsel. Man kann die unteren Teile drehen und die so reinhaken. Okay. Gucken wir mal rum. Also, wir müssen noch bestimmt. Also, man sieht ja diese verschiedenen förmigen Gitter. Und es gibt ja eins, wo man auch durchgreifen kann. Und wir müssen ja wahrscheinlich zu dieser Öffnung kommen. Dann können wir ja. Aber die haken sich ja wieder raus. Muss man das dann gedrückt? Ja. So, und jetzt kann man das drehen. Ah, wo ist unsere Öffnung? Da. Ah, okay. Perfekt. Das ist das obere einhaken und das dann drehen, damit wir die Öffnung bekommen. Yay. Jetzt können wir auch unser Leuchtteil da rein machen. Tuku 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 Der Turm leuchtet. Und wir haben unser nächstes Teil, Pyramidenteil, wie auch immer. Ich werd verrückt. Ach, jetzt sind wir außer, gucken wir wieder auf den Turm drauf. Von außen, das ist ja ganz cool. Ja, also, wie ihr seht, habe ich das Kapitel gerade abgeschlossen und das war auch schon der zweite Teil und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wartet auf Teil 3, den letzten Teil meines Gameplays, anzocken, wie auch immer. Und ja, vergesst nicht, WhatsApp Games zu subscriben, vergesst nicht, uns ein Like zu geben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!